Durch die illustrierte Enzyklopädie von Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers, erhalten wir viele Antworten auf unsere Fragen, die nicht direkt im Film geklärt oder gelöst werden. Eine Frage, die nicht nur euch brennend interessiert, ist, warum Mustafa in der Anfangssequenz des Filmes so anders aussieht. In Star Wars Episode 3 sehen wir zum allerersten Mal den düsteren Vulkanplaneten. Der Planet ist gezeichnet von Vulkanen, Magma, das an der Oberfläche fließt, und Eruptionen. Hier ist es, wo der Auserwählte endgültig fällt und der dunklen Seite Sklave wird. Er wird zur eiskalten Killermaschine Darth Vader. Nicht lange später bekommt er hier seinen roten Lichtschwertkristall und lässt seinen Tempel auf der Seite eines alten Sith-Tempels erbauen. Mustafa wird mit einigen weiteren Planeten zu einem der wichtigsten Bezugsorte der dunklen Seite, sowohl für Vader als auch für seinen Meister Sidious. Der oberste Anführer Kylo Ren begibt sich ein Jahr nach dem Starkiller-Vorfall zum Planeten Mustafa, um einen der zwei Sith-Wegfinder aufzuspüren, die den Weg nach Exegol offenbaren. Der Ort, von dem Imperator Palpatine seine Rache ausrief und die Galaxis erneut in Schrecken versetzte. Falls ihr mehr zu den mächtigen Wegfindern erfahren wollt, verlinken wir euch ein spannendes Video im Abspann. Auf Mustafa werden wir Zeugen eines brutalen Kampfes. Kylo Ren schlachtet die Kolonisten ab, die Vader seit seinem Tod verehrten. Die Alice-Mac-Kolonisten verwehren Kylo den Zugang zu Vaders Festung, oder vielmehr dem, was davon übrig ist. In den Ruinen findet er dann das Artefakt, aber wie kann die Umgebung überhaupt so aussehen? Wo ist Vaders Festung? Und warum sehen wir einen Wald auf dem heißen Vulkanplaneten? Um die Geschichte verstehen zu können, müssen wir uns genauer mit Darth Vaders Interessen auseinandersetzen. Wir stellten euch bereits die Comics um seinen Tempel und den alten Sith Lord Momen vor. Vader versuchte durch ein Portal an seine geliebte Frau Padme zu kommen, schaffte es aber nicht, da seine Pläne durchkreuzt wurden. Falls ihr dazu die Geschichte in einer spannenden Comicvorstellung sehen möchtet, haben wir euch das ebenfalls am Ende dieses Videos verlinkt. Vaders Tempel ist buchstäblich für die Entwicklung des Planeten verantwortlich. Dabei ereignete sich einige Zeit vor der Schlacht von Yavin ein Ereignis, das zu dem neuen Aussehen führte. Achtung, es wird ziemlich interessant, aber auch für den einen oder die andere verwirrend. Ein einfacher Schmuggler, möchte man meinen, wurde aus dem Hyperraum gezogen und zum Planeten Mustafa gebracht. Dieser war ein Nachfahre der Lady Corvex, einer machtsensitiven Frau, die einst gemeinsam mit ihrem Mann über den Planeten herrschte. Als ihr Ehegatte in einer Schlacht getötet wurde, versuchte sie ihn mit einem Objekt, das Bright Star genannt wurde, wiederzubeleben. Der Bright Star war die Quelle der einstigen Fruchtbarkeit des Planeten. Mustafa war von grünen Wäldern und atemberaubenden Landschaften überzogen. Ihr Versuch schlug allerdings fehl. Das Artefakt der Mustafarianer löste eine enorme Welle der Zerstörung aus. Sie selbst wurde zwischen der echten Welt und der Machtwelt gefangen und Mustafa wurde zur wortwörtlichen Hölle. Der Bright Star wurde mit in ihr Grab gelegt und nur ein Nachfahre Corvex könnte diesen erneut nutzen. Sie besaß die Hoffnung, dass der angerichtete Schaden einst geheilt werden könnte. Spielt man die Geschichte von Vader Immortal, wird man Zeuge von dem Training des machtsensitiven Schmugglers unter Vader, doch wird man vom Sith Lord verraten. Dieser möchte erneut seine tote Frau Padme retten, doch verhindert man diesen Ausgang und zerstört dabei das Artefakt. Der Akt der Zerstörung führt zu einer neuen Welle von Fruchtbarkeit auf Mustafa, auch wenn das sehr lange dauern wird. Das Ökosystem des Planeten fängt an, sich zu regenerieren. Das ist der Grund, weshalb wir nicht ansatzweise so viel Magma, Schutt und Feuer zu Gesicht bekommen. Nichtsdestotrotz ist der Regenerationsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Die Eisenbäume, die von den Alice-Mac-Kolonisten gepflanzt werden, verbrennen meist. Der Planet ist noch lange nicht so weit, wieder grün zu werden. Nach Vaders Tod wurde seine Festung in Ruinen zurückgelassen. Es sollte der Boden für jenen Wald sein, den wir zu Gesicht bekamen, wo Kylo Ren den Sith-Wegfinder an sich nahm. Interessanterweise heißt der Wald Corvex Fen, nach der Lady Corvex, auf deren Grab Vader sein Tempel erbauen ließ.